Moin Moin, willkommen zurück, Transportfieber 2. So, gestern hat man ja hier aufgehört. Den langen Oschi hier reingebaut, der muss noch hinten verlängert werden, glaube ich. Und was ich gerade gesehen habe, die Stadt war fleißig. Du hast ja hier eine Straße angebaut. Nein, das möchte ich so nicht, liebe Stadt. So. Wie war das hier? Werkzeug, meins. Das Stück hier reicht mir erstmal. Dann würde ich sagen, so, bauen wir der Stadt mal zwei Streselchens vor hier. Nee. Ja. So, hätte ich gedacht, er kann die hier selber weiterbauen. Und dann geht's los. Okay. So ho ho. Hier wird natürlich dann mit dem langen Bahnsteig dort etwas enge hier am Strand. Bläde. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier diese Verbindung. Da muss ich quasi Quasimodo wahrscheinlich erstmal das hier bauen, dass wir hier drüber kommen. Schiene, Schiene mit allem, jawohl. Müssen wir hier drüben dann ansetzen. Hier. Da möchte ich quasi hier drüber und da rein. Und dazu müssen wir hier raus. Einen kleinen Höhenflug bekommen. Und hier drüber. So, genau. Einen Buckel machen. Weil das wahrscheinlich gar nicht so nötig ist, da wir hier eh hoch müssen. Ha. Eine 200er Kurve wenigstens hinkriegen. Und das Brückchen ersetzen wir natürlich. Ah. Ist hier wieder ganz schön eng, aber das geht. Ist, na gut, hier hast du halt das Problem durch die Kurve. Ne? Da wirst du nichts machen können. Kann er wieder raus beschleunigen. Hier dran mit 160, super. Das ist doch schon okay. Gut. So, dann noch die andere Seite. Wäre dann sinnvoll auch oben drüber zu hupfeln, ne?
So vielleicht. Diese Richtung gar nicht weit. Hier dran pappen war. Das hat ja eigentlich schon besser geklappt als gedacht. Das hier noch weg. Verbinden. So, ich habe schon Pause dran, das ist da. Brauchen wir doch gar nicht. Signale setzen wir gleich mal. Bitte hier, das passt soweit, oder? Der fährt hier gerade das los und der kommt mit Speed an. Jetzt würde ich das eher andersrum machen. Da du hier wartest. Nicht NB. Immer wieder so aus. Genau. Das ist der Zug. Der hat damit nichts zu schaffen, aber gleich mal das Wesens an. Sieht das nicht so spuckelig aus? Dahin, dahin. Und ihr hier weg. Zack, zack. Du bekommst die Freigabe hier oben irgendwo. Ja, genau. Haut das hier nämlich auch schon hin. Hier oben wieder und hier unten, da machen wir hier nochmal. Verschiebst du das? Zieh noch hin? Ja. Sehr kurios. Hier fährt er runter, hier hoch. Wieder. Machen wir hier noch mal. Gut. Hätten wir das Gefehl schon mal drinne. Natürlich dann heftig. Ja. Machen wir später. Okidoki. Weil wir müssen ja irgendwann mal hier runter. Beziehungsweise hier raus und runter durch, hier rein und dann wieder hier zurück. Eieiei.
war hier aus. Ja, geht. Ziel open. Geht auch. Gegenseite noch machen. So, hätten wir das schon einmal. Gut. Oh, sind Noten fertig, würde ich sagen. Ziehen den ganzen Krams hier rüber. Dazu. So, hier das rauszukommen. Hier das rauszukommen. Genau. Gleise, das da ist da, genau. Erstmal grob gucken, wo wir da lang kommen. Oder hier auf dem Gleis. Hier dran. Das war mir klar, dass wir genau über diese Kreuzung kommen. Die ärgern mich alle. Ha. Krauch du dich mal von hier, bitte. So mit O. Straße. Landstraße, zweispurig ohne alles, genau. Und in der Kurve bitte. Steil oben. Ein Stück. Und wieder runter. Genau. Das funktioniert noch, dass wir dich jetzt hier dran setzen. Das geht. Und das geht jetzt auch noch. Ha. Jetzt ein wenig anheben. Kommt der Zug? Hier kommt der Zug. Bisschen Fleisch drauf kriegt.
Stellen ein bisschen runter. Jetzt bin ich ja mal mehr als gespannt. Das müsste alles funktionieren wieder, genau. Ob wir hier unten drunter durchkommen, ob wir da. Jetzt muss ich nur noch hier den Ansatz schaffen. Zack, 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 zack. Gibt ja nur eine, genau. Wo kann ich? Hier kann ich. Ganz genau. So. Ausgleichen. Geht sogar, was ist da? Fantastisch. Dann können wir es auch weiterlaufen lassen. So, müssen wir hier noch so eine Kreuzdingsbums reinbasteln. Oh, das geht sogar. Das wollte ich mal gucken hier. Ah ja, Doppelkreuz, solche geht auch. Naja, ist halt jetzt durch die Biegung, ne? Der hier so ein Schotterfeld. Naja. Da macht der Perfektionismus nichts mehr. So, müssen den ganzen Kram so noch darüber ziehen, sind wir durch. Schiene. Das ist ja richtig klasse. Hilfsgeschichte weg. Und jetzt müssen wir die Brücken neu ziehen. Hey. Was mache ich hier?
Schiene das da. Schlawups. Wieso machst du das plötzlich nicht mehr? Willst du mich veräppeln? Ach, du gehst mir auf den Schwanz. Warum man das jetzt halt so? Nervt mich schon wieder. Warum ging das vorher und jetzt nicht mehr? Brückenfeuerhäuser. Jetzt Hauptverbindung raus. Ja. Straße, so, zufrieden. Was du geht doch. Ups. So. Aber hier wird es auch nicht gehen, oder? So lang wie das Ding ist. Die Schiene dran, nein. Da dran wieder. So, genau. So sollte das da vorne auch aussehen, aber nein, wir wollen ja nicht. Okay, so. Lass erstmal weiterlaufen. Das ist sogar eine schönere Straße als vorher. Braucht doch gar nicht meckern. Was quietscht hier? Achso. Passt doch ganz gut. Okay, so, Signale. Wir stehen nämlich mitten im Nix. Zack, 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 zack. Und weg. Hier passt es noch.
Das geht auch noch. Dort kann man killen lassen. Brücke noch immer. Oh, das ist mir zu weit. So. Dann will ich schon den hier noch mal. Hier und hier. Dass die vor der Weiche halten und nach der Weiche freigeben. So quasi Mono. Gut. Aber hier das Gefrickel. Naja, ne? Okay, so. Die beiden haben wir schon mal. Die Anbindung haben wir. Jetzt kommen wir hier lang. Tütütütüt, bis hier runter. Hier ist jetzt Teil 2. Da wollte ich das hier, ne? Können wir ja durchmeißeln. Hier geht nur oben drüber. Versucht dann irgendwie an den Dings ranzukommen. Irgendwie so. Also Gebäude. Dich hier mit zwei auf voller Länge. Nein, mach dich. Hochgeschwindigkeit. Und wir müssen das Ding wieder in der Mitte setzen. Und dann konfigurieren wir es am Ende wieder um. So ein bisschen ehrlich gesagt. Und konfigurieren. Da. Da war schon Ende Gelände. Seite 2, die andere 3, dann passt das. Plattform. Dadurch, dass sie so elendig lang sind, passt das mit der Anbindung dann auch immer gut. Gütergebäude. Und passt sogar mitten da dran. Ach, schon, das wird nichts mehr. Tauchen wir die ganze Seite jetzt zu mit dem Scheiß. Schade, das wird zu groß.
Machen wir das so. Ab. Okay. Jetzt machen wir das wieder ein bisschen schicki. Hier ist es zu weit weg. Setzen wir hier drüben noch was dran und machen hier so eine Straße. Dann ist er bis hierhin rechts und da ist Feierabend. Ha. Gut, okay. Dann machen wir aber nur ein Treppchen hier dran. Und eine Straße. Kleine. Jawollo. Jetzt haben wir hier beides drin. Häusle hin. Gut, Wahltools. Hier mal was. Was ist das? Asphalt. Aha. Zu hell. Zu dunkel. Sieht gut aus.
kostet nicht mal was. Das soll, als müsste das so. So, hier hinten noch. Da ist noch ein Grasbuschel. Weg. Hier in die Ecke noch. So, Assets gibt's auch noch. Was gibt's denn hier? Steine, Bäume, Verschiedenes. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Da müsste ich wahrscheinlich nach Mod suchen, wenn ich da was Richtiges will. Okay. Bahnhof steht. Sind wir hier auf dem Pro-Zug auf die Strecke gekommen? Das war hier das Ding, ne? Genau. Also das Depot quasi. Hier drauf, hier rum. Hallo. So war das gewesen. Jetzt machen wir hier erstmal die verbindende Reihe vorne dran. Straight drüber. Und Signale ist natürlich jetzt wieder genau vom Kameraden doof ist. Irgendwie so. Notfalls später noch mal drüber gucken. So, jetzt müssen wir hier drüben dran pappen. Der Gleiser, der geht hier lang. Sieht doch so schon mal richtig gut aus eigentlich. Welche Richtung müssen wir? Hier so eher. Ha. Beide gerade erst am Losfahren. Geht's wieder runter ein Stückchen.
Vielleicht kommt man ja hier oben drüber irgendwie. Machen wir die Höhenlinien an. Jetzt hier in den Berg reingehe. So. Warum kann er das nicht von alleine? Jetzt hier trennen wir uns. Nicht so hoch, bitte. So reicht doch völlig eigentlich. Immer noch 200. So. Das ist ungefähr auf gleicher Höhe, wenn du erst mal zuerst. Genau, und hier machen wir auch die Freigabegeschichte hier hin auf die Höhe. Ja, sieht das doch schon ganz gut aus so. Gut, so, dann möchte ich gerne glätten. Das hier, Radiergummitool. Ah, sehr interessant.
es nicht alles gibt. So gelten lassen. Gut. Haben wir das fertig? Gehen wir hier mit drauf. Fahren hier die Strecke hoch. Können wir erstmal die Kohle anliefern als ersten Schritt. Und damit testen neue Linie. Ich möchte das gerne von hier unten, nee, von hier. Kohle nach hier oben bringen. Oh, eine dunkle Farbe bitte. Ist alles schon so rot. So, kontrollieren wir mal. Teile ich den Krams mit der Brotlinie. Zweigt dann hier ab und fährt hier hinter. Perfekt. So, das ist dann. Zug. Kohle von Nagoya nach Phnom Penh. Richtig Name da. So da. Genau. Okay, silberner Duschstuhl hier unten. Vollladen einer Fracht. Das ist bitte bis zu 2 Minuten. Und Kohle laden, nichts entladen. Und nichts laden und nur Kohle entladen. Ausgezeichnet. Dann brauchen wir das Depot. Fahrzeuge kaufen. Machen wir elektrisch. Cargo erstmal für Kohle. Achso, was ist eine längere dort? Das habe ich schon verschwitzt. Sind das 40 Meter jeweils, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 40 sind 520, ne? Also nochmal. Länge 200. Uiuiui. Und elektrisch. So, jedes Mal. Die hier mit Kraft will ich haben. Genau. Dort wird Zügle. Huh. So 459 Cargo. Du hier. 516 von 520. Okay. Was? Ha.
sei jetzt befürchtet, schied. Weil der da hier zu klein ist. Verdammt. Anders. Gleise. So, Signale. So. Dann sollte das doch jetzt aber machbar sein, oder? Jawohl. 51 Minuten. Aber die Mitfahrt hätte ich eigentlich gerne gemacht. Oh, das dauert ganz schön. Na gut, dann würde ich sagen, sparen wir uns das für eine nächste Folge auf. Haben wir gleich was zu tun. So, hier. Haben wir noch ein Bildchen gemacht. Und dann geht es beim nächsten Mal an der Stelle hier weiter. Gut, dann wie immer danke fürs Zusehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann auch den Stein ans Laufen kriegen, weil wir müssen da noch die Baumaterialien dann weg befördern. Nur vom Stein wird's ja nichts. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.